mit dem Tagesgericht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und nun noch innerhalb der Tagesnachrichten die Nachrichten vom Tage. Guten Abend, Berlin. Im Kampf gegen den weltweiten Terrorismus in Deutschland hat die Bundesregierung sich uneingeschränkt ihrer eigenen Solidität versichert. Beim Kurzbesuch von Gerhard Schröder in seinem Kanzleramt betonte der Kanzler, er sei jederzeit bereit, sich an seiner Amtsführung auch zu beteiligen. Washington. Im Zuge der uneingeschränkten Solidität mit den Vereinigten Staaten hat der deutsche Bundeskanzler darauf hingewiesen, militärisches und menschliches Material könne nur uneingeschränkt zur Verfügung gestellt werden, da der amerikanische Präsident die Öffentlichkeit ja aus kriegstaktischen Gründen auch nur eingeschränkt informiere. Dies hieß aber ebenso eine Beteiligung deutscher Soldaten und Schröder betonte nicht deutscher Politiker, werde zunächst im Geheimen vorbereitet, um den Erfolg einer kriegerischen Friedensbeteiligung nicht zu gefährden. Wichtige Details und geheime Kommandopunkte dürften nicht Erwähnung finden in den täglichen Nachrichten. Deswegen wird nun aus Islamabad Folgendes berichtet. Kanzler Gerhard Schröder hat sich trotz kritischer Stimmen für eine Fortsetzung der auf ausgesprochen. Niemand eine verlangt, sagte Schröder. Bei der bislang äußerst Angriffswelle waren in der Nacht zum Vergangenen insgesamt umgerechnet Zivilisten getötet worden. Das heißt, Entschuldigung, es musste heißen natürlich, waren insgesamt umgerechnet 130 worden. Kabul. Gestern griffen nach einem erstmals an. Damit ist die seit der Angriff auf gemeldet. In Fernsehberichten war die Rede, dort soll getroffen worden sein, die den Angaben zufolge nicht ein. Nach Informationen, die den konventionellen sogenannte eingesetzt. Außerdem haben nach eigenen Angaben und auch auf andere die Stadt und der und Dutzende. Niemand werde der sagten. Die aber über die haben weiter dies diejenige, die oder über die oder über die oder über die oder über alle drei sagten worden sind geworden. Das Wetter. Auflösung, Grad und bis Wünsche geruhsame